Hey Freunde Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Trainer Go. Während wir hier nochmal kurz bei Nestjagd mitgemacht haben, einfach um die Punkte abzustauben und guten Willen zu zeigen, machen wir etwas anderes. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden was machen. Ich glaube Pokémon Liga könnten wir heute mal machen. Der Pokémon Liga könnten wir mal machen. Jetzt gucken wir allerdings erstmal, ob man Heilorten verbessern können. Uns fehlt ein Stück, wirklich. Eins fehlt noch. Kann immer jemand das scheiß Ding wegklatschen? Kriegen wir 2% selbst weg? Oh, ich hoffe, wir kriegen Heilorten von Arceus. Komm, probier mal selbst. Probier mal selbst. Ich möchte den Heilorten verbessern, bevor wir die Pokémon-Liga machen. Gestern oder die Tage zuvor habe ich generell Pokémon-Liga nur bis rund 100 sage ich schon. Bis Level 28 geschafft. Ja, allerdings. 28, was laber ich denn gerade? Bis zur 8. Instanz. Und dann hat's aufgehört. Und heute früh, das erste, was ich gemacht habe, ist mir einfach. Ich habe mir einen Mega Glurak ausgeliehen. Ich habe mir einfach mal einen Mega Glurak ausgeliehen aus dem Clan in der Hoffnung, dass ich weiterkomme. 79%. Bitte irgendjemand. Irgendjemand. Egal, findet sich schon jemand. So, können wir noch irgendwas verbessern? Wir können erstmal unser Hauptteam wieder zurücksetzen. Ich hätte gern wieder meinen Zumpex im Team. Da fühle ich mich viel sicherer. Vielen Dank. So, Energie abholen, bevor ich es gleich vergesse. Nein, wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir benutzen erstmal die Energie. Weil ich das sonst selbst vergesse. Und zwar gehen wir einfach mal fix in Wildnis erkunden. Hier. Machen wir einfach mal einen Überfall. Neuer Überfall. Und noch ein Überfall. Dann sind wir erstmal wieder safe mit Energie und sie kann sich in Ruhe aufladen. Und jetzt machen wir die Pokémon-Liga. Wenn nicht jemand mein Arceus kaputt. Scheiße. Grenzduell könnten wir auch noch machen. Allerdings weiß ich nicht, wie weit wir da kommen. So, Entwicklungen. Können wir hier irgendwas machen? Natürlich nicht. Flug natürlich nicht. So, Kristalle können wir noch sammeln. Pokémon-Liga steht aber erstmal an. Heute geht's nur um die Pokémon-Liga. So, wir haben uns schon mega Glurak ausgeliehen. Ich habe schon die drei Schwupokis in meinem Team geopfert und wir werden jetzt mal vorbrechen. Sag ich da. Wir spielen heute erstmal mit dem Mega Glurak. Es ist nicht unser Mega Glurak. Allerdings, es ist Mega Glurak. Und das erste Mal, dass ich mit einem kämpfen darf. Und wir haben unseren Orden vergessen, deswegen gehen wir nochmal zurück. Das regt mich auch mega auf, dass der Orden nicht permanent drin ist. Regt mich mega und maßlos auf. Jetzt darf ich wieder alles drücken. Ich habe kurz gehofft, dass jemand mein Ding kaputt gemacht hat. Mal fatalen Gegner hat schon gemacht. Ja. Kämpft er auch gegen uns? Der hat sein Team gegen uns gewechselt. Nee, das ist ja mein Team. Lol. I'm stupid. So, wo haben wir einen? Wo haben wir einen Pokémon-Liga? Da haben wir's. Ich möchte jetzt endlich mit Mega Glurak kämpfen. Mit wem ist es denn eigentlich, das Mega Glurak? Weiß ich gar nicht. Steht das da? Ist auch wurscht. Wir kämpfen es erst. Wir haben den Heilort. Wir machen den Kampf ohne Heilort und auf Autokampf. Boah, Damage. Das ist Damage hier. Busch. Busch. Hätte ich nicht einfach Gewaltdruck kaputt machen können? Oder so? Ah, das geht auch. Mit dem. Oh, ich habe schon wieder vergessen, Steam auszumachen. Level 50 ist es nur. Ärgerlich. Das Original ist natürlich stärker von ihm. Von ihr, whatever. Aber es ist ziemlich geil. So, was hatte er? Er hatte Impergator drin, er hatte Glurak drin. Wo ist jetzt das Mega Glurak hin? Vielleicht wollte ich das mal weiter benutzen. What the fuck? War das jetzt nur für einen Kampf? Ist das jetzt echt nur für einen Kampf? Nee.
Gut. Kann man eben nicht unser Bisaflopen nicht in der Mitte. So, machen wir das so. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Los, fetter Frosch. Los, Elektroboxe. Und los, hässliche Schlange. Von der Kraft her ist es knapp. Aber mal gucken. Bisaflor ist natürlich gar nicht gut aufgehoben. Aber mal gucken. Imperator ist ja auch fast tot. Aber Voltenzo macht es. Ele Voltec macht es jetzt einfach tot. So, was ist, wenn wir den Kampf jetzt hier beenden? Und wir setzen einfach. Oh, kann man da nicht einfach zurück ins Pokémon-Liga-Menü kommen? Das nervt. Und setzen zusätzlich, weil Bisaflor ist ja jetzt futsch, ne? Nee. Das heißt, ich könnte eigentlich wahllos rumprobieren. Gegen Klurak und Amp machen wir. Nee. Wir lassen Gengar einfach in der Mitte und nehmen immer was zum Kämpfen mit. Nehmen wir dich und dich. Nee, Podalanda ist hier eine blöde Wahl. Und dich. Bei Gengar halte ich immer gemütlich hoch. Ich bin jetzt von der Kraft auch ein bisschen besser da. So, einmal Flug. Ah, Gara, das war natürlich nicht so helle. Sollte vielleicht schon nochmal zurückgehen. Wir gehen auch nochmal zurück, weil wir wollen ja möglichst weit kommen. Und ich komme in der Pokémon-Liga gar nicht klar. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Überraschung, Pokémon-Liga. Wir nehmen jetzt einfach das Ultra-Korak. Komm, wir machen jetzt mal Double Klurak Action. Kampf nicht möglich. Im Team sind Entwicklungs-Pokémon. Oh, schade. Ich wollte was Cooles machen. Ach komm, nehmen wir noch so ein Packs mit. Dann machen wir es halt so. 241k gegen 100k weniger. Unser Klurak fängt an, macht wenig Schaden, wie ich finde. Aber jetzt kommt gleich sein Ultimate. Und der macht auch gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. So. Das habe ich mir gehofft, dass es genau das nicht macht. Aber da müssen wir jetzt durch. Er wurde besiegt, unser Klurak hat unnötig. Unser geliehenes Klurak hat unnötig viel Schaden eingesteckt, aber bitte gib mir was Gutes. Das backt immer so schön rum. Naja, Poliersteine sind immer ganz nett. Er hat einmal Pflanze, einmal Blitz und einmal Flug. Das heißt, wir nehmen dich einfach raus, wir nehmen dich einfach raus. Und wir machen das so. Oder? Oder machen wir das nicht so? Doch, doch, sollte schon klappen. Hoffe ich. Flug, gegnerische Klurak macht auch gleich Flug. Überraschung, Ampharos wird gegnerische Klurak angreifen. Wow. Ist sie eigentlich automatisch Autokämpfen? Nein! Ah, I'm stupid. Jetzt kannst du wieder Autokämpfen. Einmal hier, Dankeschön. Ich hätte jetzt vielleicht doch lieber Drachenklaue machen sollen. Na gut. Der Ultimate war richtig unnötig. Aber das Resultat zählt, dass Hammudi tot ist. Hammudi ist nicht mehr am Leben. Achtung, gleich Soundbug. Genau jetzt. Nein, jetzt. Poliersteine und Gold. So, Gengar, Raichu und schon irgendwas anderes. Kann man dich benutzen, allerdings nicht dich, sondern dich. Oder hatten sie Klurak? Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich ja. Lor-M, möchte ich sagen, ist in meiner Gilde. Das heißt, wir kämpfen gerade
packen ihn und er ist eigentlich viel stärker. Wird ein Zwei-Team oder sowas sein. Keine Ahnung. Hört auf, meinen Gengar anzugreifen. So, jetzt haben wir seinen Kurak weggeklatscht. Gengar schläft. Gengar macht Ultimate. Drachenpuls. Donner oder sowas, keine Ahnung. Risikotackle. Ah, das war gut, Ampharos. Das war gut. Gengar schläft wieder. Normalerweise hat Gengar immer alle zum Schlafen gebracht, aber hier anscheinend nicht. Einen schönen Traumfresser gemacht. Ach, das war ein Sein. Kein Effekt. Einmal hier. Kein Effekt. Kampf. Kein Effekt. Wir übernehmen jetzt mal selbst das Zepter in der Hand. So, einmal Blitzschlag. Und einmal Schlecker. Dann ist Ruhe hier. Dann ist Ruhe im Karton. So, was machen wir jetzt Feines draus? Poliersteine und B bis, C bis A. Na gut, Bullshit. Hier scheitere ich meistens. So, als Info. Bodendrache. Mio steht da, das heißt, da sollten wir unser schwächstes Pokémon machen. Das heißt, da mal. Macht man da am dümmsten? Machen wir das so hier. Dass das gegnerische Mio Garados dann gewonshottet wird vom Ampharos. Das ist gerade mein Plan. Ich hoffe, ich habe die Seite nicht vertauscht. Ganz volles Rohr habe ich die vertauscht. Stimmt, ganz links ist ja Mitte. I'm so stupid. I'm so stupid. Aber gut, dass wir liefen können. So, was hatten sie noch? Ein Gengar. Von daher. Mitte Garados. Dich und dich. Auf geht's, Boys. Auf geht's. So, wir müssen heute noch so viel Energie raushauen, dass wir die Megasteine bekommen. Ah, komm. Einmal schön Eisklatscher. Ah, Donnerblitz sollte weg sein. Easy. Unlicht. Haben wir nicht weit hochgelevelt, scheiße. Bitte frier wieder ein. Wunderbar. Blitz. Oh, Koch. Traumpuls können wir schon mal machen. Es wäre super geil, wenn er nochmal einfriert. Oder stirbt. Ist auch gut. Das hat dem Gegner jetzt nicht unendlich viel gebracht. Minimal ja. Aber am Ende doch nichts. Es war eine ideale. Das war ein idealer Kampf. Außer dass Garados ein bisschen was abbekommen hat, aber Garados ist auch weitestgehend. Ja, es ist mittelmäßig gepusht, sag ich mal so. So, wir spielen jetzt gegen Skert, der hat einen Dispoton. Schwul. Mio, schwul. Sie sind gegen Unlicht effektiv. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir euch zweimal rausnehmen. Sumpex und vielleicht Skurak rein. Mal gucken, wie es läuft. Ja, Mio. Mio ist natürlich wieder ganz woanders. Ich hasse es. Ich hate my life, aber wir probieren es mal fix. Garados, nice. Kann Zumpex Glurak auch gerade nicht angreifen. Ah, ein One-Shot wäre jetzt schön gewesen. Ich möchte das Glurak eigentlich nicht opfern. Egal, es ist jetzt zu spät. Ich habe mich dafür entschieden. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Das stärkste Pokémon in Anführungszeichen ist bald tot. Guck, Poliersteine, bisschen Gold, etc. Hier könnte man Glurak nochmal verwenden und
Ich hab jetzt... Ja, ist nur ein Moped, gut. Das hätte ich angefangen zu schreien. Wir probieren es einfach mit dem gleichen Team nochmal. Ich bleibe meistens an demselben hängen und ich weiß nicht, wieso. Nur 161k Kraft. Success. Das war gut. Das war nicht so geil. Das war auch nicht so geil. Das heißt, wir sollten hier was anderes machen. No Garados. So, ich bin echt unfähig in der Pokémon-Liga. Ich weiß auch nicht, was ich hier anders machen soll. No Garados. Just Gengar. Ach komm, du stirbst eh früher oder später und... Und wo haben wir hier? Wen hat man noch mit? Ach komm, Galanda nehmen wir auch mit, weil so toll war. Gengar between two dragons. You like it. So. Genau ist richtiger. Gengar, mach's bitte kaputt. Scheiße. Ah, geht noch. Und jetzt. Flug kommt, jawoll. Du stirbst zwar Brutalanda. Aber. Sein Glurak auch fast. Zack. Unser Gengar ist aktuell gut am Ablenken, in der Hoffnung, dass Voltenso das Glurak weiterhin nicht angreift. Ist natürlich schön paralysiert. Ist mega nervt. Aber es soll es gleich gewesen sein. Sehr schön. Wir haben nur Brutalanda verloren und Brutalanda ist super geil für einen welchen Boss und mehr auch nicht. So, ich möchte das jetzt nicht verwenden, danke. Einmal einen guten Köder. Scheiße. Oh, scheiße, wir müssen gleich ins Fanggebiet. Komm, wir machen jetzt einfach schnell den Schlag. Wir müssen gleich mal gucken, was es heute beim großen Schnee, glaube ich, gibt. Ich glaube 59 war das. In 40 Minuten. So. Geil, jetzt haben wir 2 Zoom-Packs. So. Gengar leidet aber drunter. Das war ein komplett verschwendetes Erdbeben. Kluak ist damit jetzt auch tot. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Pokémon-Liga deswegen. So viel ich gehört habe aus dem klaren Chat, dass wenn man die Pokémon Liga zweimal schafft, wo ich schon gesagt habe, okay, Glückwunsch, kriegt man ein Lugia-Fragment. Aber hier komme ich nie besonders weit. Na los. Wasser, Erde, heilen, Wasser, Erdbeben. Ausgewichen. Wow. Ein bisschen auch ausgewichen. Von daher ist everything good. Außer Gengar ist tot. That's not so good. So. Werden wir hier wieder scheitern? Ich denke ja. Aber wir haben ja noch ein paar Pokémon. Wir können das Team jetzt zum Beispiel einfach mal komplett opfern. Was wir jetzt auch machen. Und dann ist hoffentlich mal bald Ruhe im Karton. So. So, Laschstrahl. Das Team wird jetzt nicht so weit kommen. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich versuche hier noch so viel Damage wie möglich zu machen. So. Einmal kurz noch einen Heilorten rausgeklopft. Schön auf das Bisaflor. Aber, na doch, einen Angriff kriegt man noch raus. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht kommen wir heute eine Instanz weiter. That would be amazing. Wir haben noch unser Ampharos, ein Zumpex, ein Teil davon. Ja, und das war's dann schon.
Na gut, probieren wir's. Let's try it. So. Ich würde gerne wieder Autokämpfen machen. Finde ich immer toll. So, bitte nicht auf. Ah, das geht. Gengar tot. Nein, nicht tot. Ah, aber Skurak. Ah, damit ist Zumpix auch tot. Das hat jetzt nur 4k Damage gemacht. Aber die Instanz sollte man noch schaffen. Allerdings die nächste wird schon langsam nichts mehr. Immerhin sind wir ein Stück weitergekommen. Was gibt's Schönes? Biersteine, immerhin. 2 Stück. Und ein Kleeblatt. Vergesst das Kleeblatt nicht, Julian. Aber wenn man dann später hier viele Pokémon hat, kommt man, glaube ich, echt oft durch. Bleibt Mew jetzt eigentlich Mew? Nein. Toll. Greift beide das Kurk an, was in der Luft ist. I hate you all. Aber macht ja eigentlich auch nicht Autokampf, aber ich muss mal mega aufs Klo. Deswegen muss ich die Folge eigentlich beenden. So. Bim, 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 bim. Das wird, glaube ich, echt nix. Also, wenn es so bleibt, wäre cool, aber langsam, ja, es geht dem Ende zu. Naja, Pokémon Liga haben wir mal wieder probiert. Ich will euch zeigen, wie scheiße ich bin. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit dir.